Hallo und willkommen bei Easy Feedback. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Easy Feedback starten und Ihre erste Umfrage anlegen. Wenn Sie noch keinen Account bei Easy Feedback angelegt haben, dann können Sie hier oben über Umfrage erstellen, sich anmelden und erhalten dann Ihre Zugangsdaten zu unserer Befragungssoftware. Wenn Sie bereits Zugangsdaten haben, klicken Sie auf Login, um sich einzuloggen. Ich habe das parallel schon mal getan. Das, was Sie hier als erstes sehen, ist die Übersicht. Das heißt, wenn Sie sich in Ihren Account einloggen, sehen Sie als erstes einmal alle Befragungsprojekte. Die Befragungsprojekte teilen sich in der Übersicht in drei Kategorien auf. Wir haben in der ersten Kategorie alle nicht aktivierten Umfragen, sprich alles, was in Vorbereitung ist. Darunter finden wir alle laufenden Umfragen. Und hier in der dritten Kategorie würden wir die beendeten Umfragen finden. Zusätzlich gibt es noch ein Archiv, das zeige ich Ihnen gleich, wo Sie die Umfragen zur Seite legen können, damit Sie die Übersicht jederzeit bereinigt halten, um halt einfach einen besseren Überblick zu haben. Um eine neue Umfrage anzulegen, klicken Sie einfach hier auf den grünen Button Neue Umfrage anlegen. In dem nun öffnenden Fenster haben Sie die Möglichkeit, ohne Vorlage zu starten, sprich mit einer blanken Umfrage, wo Sie dann Step-by-Step Ihre Fragen aufbauen. Sie können auf eigene Vorlagen zurückgreifen, die Sie sich selber abgespeichert haben, oder Sie nutzen eine von unseren Vorlagen, die wir Ihnen kostenlos bereitstellen und passen die auf Ihre Bedürfnisse an. Wir haben Vorlagen zu dem Bereich Mitarbeiterbefragung, wir bieten Ihnen Vorlagen im Bereich Kundenbefragung, wir bieten Ihnen eine Vorlage für ein 360-Grad-Feedback, Event- und Seminarumfragen, Marktforschungsbefragungen, Formulare und Fragebögen, alles um Studenten und Bildungswesen. Wir haben ein paar aktuelle Vorlagen für Sie vorbereitet, das ist jetzt zur Corona-Krise. Und zum Schluss haben Sie noch die Möglichkeit, die von uns vorgefertigten Quizzes oder Tests auszuwählen und auch individuell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Ich würde jetzt in diesem Beispiel einfach mal mit einer leeren Vorlage starten, das heißt, ich klicke auf Ohne Vorlage starten. Hier habe ich dann als erstes die Möglichkeit, den internen Titel anzupassen. Den lasse ich jetzt erstmal so, wie er da steht. Wir haben die Möglichkeit, eine Sprache zu wählen. Die Sprache bezieht sich darauf, auf die Texte, die für die Umfrage drumherum notwendig sind. Das heißt, jede Umfrage hat Grundtexte, nenne ich sie jetzt mal, damit die Teilnahme funktioniert. Das ist zum Beispiel eine Buttonbeschriftung. Das sind Fehlermeldungen, das sind Hinweise zum Datenschutz oder. Und das können Sie hier direkt beim Anlegen auswählen, sodass Ihre Umfrage für die richtige Sprache schon bestens präpariert ist. Darunter gibt es noch die Möglichkeit, dass Sie eine Zuordnung treffen zu einem bestehenden Ordner. Das kann ich Ihnen gleich nochmal zeigen. Sie haben in der Übersicht die Möglichkeit, Ordner anzulegen, um Ihre Befragungsprojekte zu organisieren. Wir lassen die Einstellungen jetzt mal so, wie sie sind und klicken auf Umfrage anlegen. So wie Sie sehen, landen wir direkt in der Umfrage. Den Fragebogen hier an der Stelle zeige ich Ihnen in einem weiteren Video. Hier wollte ich Ihnen jetzt erstmal nur zeigen, wie Sie die Umfrage anlegen und auch wie Sie innerhalb der Umfrage den Arbeitstitel verändern. Meine erste Umfrage. Mit Speichern wird es übernommen. Wir können jetzt auf Zurückklicken und sehen dann im Bereich nicht aktivierte Umfragen unsere eben bereits angelegte Umfrage. Wenn Sie Umfragen anlegen und mit einem Fragebogen immer wieder gerne arbeiten möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten, diese Umfrage immer wieder zu nutzen. Zum einen haben wir eine Kopierfunktion, das heißt, Sie kopieren den Stand, den die Umfrage jetzt hat, 1:1, oder Sie nutzen die Vorlagenfunktion. Wenn Sie auf Vorlage klicken, wird von dem jetzigen Stand der Umfrage ein Duplikat erstellt. Das heißt, dieser Datensatz wird nochmal abgespeichert und steht Ihnen dann später wieder zur Verfügung, wenn Sie eine neue Umfrage anlegen möchten. Was hier aber nicht passiert ist, dass wenn wir jetzt in der Umfrage, die wir eben angelegt haben und noch keinen Inhalt hat, Inhalte hinzufügen, dass dann die Vorlage sich automatisch mit aktualisiert. Das tut sie an der Stelle nicht. Wenn Sie die Vorlage zu einem späteren Zeitpunkt aber aktualisieren möchten, können Sie einfach wieder auf das Vorlage-Icon klicken. Da wird angeboten, dass man die Vorlage löscht. Und wenn die Vorlage gelöscht ist,
könnte ich wieder auf Vorlage klicken und sozusagen meinen frischen Datensatz abspeichern. Wenn Sie jetzt exemplarisch mal ein, zwei Umfragen angelegt haben, um ein bisschen auszuprobieren und zu testen und diese nicht mehr haben möchten, zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie die löschen können. Dazu klicke ich jetzt einfach mal auf die Umfrage drauf, um mir das zu markieren. Ich sage jetzt einfach, die Umfrage soll gelöscht werden, schreibe löschen. Das müssen Sie nicht machen, das ist meine eigene Organisationsweise. Jetzt sehe ich in der Übersicht alle Umfragen, die ich gerne löschen möchte. Ich klicke die Umfrage an, klicke hier unten auf markierte Umfragen und auf archivieren. Das heißt, Umfragen können aus der Übersicht nicht direkt gelöscht werden. Das ist ein kleines Sicherheitsnetz, damit die nicht einfach zu schnell verschwinden, sondern wir müssen die erst ins Archiv legen und wenn wir dann ins Archiv gehen, dann sehen wir hier schon noch eine weitere, die gelöscht werden kann. Und dann können wir hier die beiden Umfragen anklicken, markierte Umfragen, löschen. Mit Klick auf Löschen werden die Umfragen dann endgültig gelöscht. Sie bleiben auf unserem Server noch 14 Tage vorrätig in unserem Backup, sind aber faktisch nicht mehr zugänglich, nur für den Notfall. Und ab dem 15. Tag sind die Daten auch bei uns gelöscht. So, die Löschung war erfolgreich. Wir haben unsere beiden Testumfragen jetzt gelöscht. Damit Sie sich hier in der Übersicht ein bisschen strukturieren können, habe ich eben kurz angesprochen, dass wir die Möglichkeit haben, Ordner anzulegen. Dazu klicken Sie auf das Ordnersymbol und hier haben Sie die Möglichkeit, neue Ordner anzulegen. Mit Ordner hinzufügen haben wir jetzt die Möglichkeit, einen neuen Ordner anzulegen. Das ist dann unser Testordner. Ich speichere den ab und der Ordner wurde angelegt. Jetzt ist der Ordner noch leer. Wenn Sie jetzt eine Umfrage dem Ordner zuordnen möchten, müssten Sie dazu die Umfrage auswählen, die in den Ordner verschoben werden soll. Klicken wieder auf das Ordnersymbol, wählen den Ordner aus und klicken auf Speichern. So, nach dem Speichern sehen wir hier Testordner. Die beiden Umfragen wurden diesem Ordner zugeordnet und über die Sortierfunktion könnten wir jetzt hier unseren Testordner wieder auswählen und erhalten nur die Ansicht auf unsere beiden Umfragen, die wir in diesen Ordner gelegt haben. Das macht es unter Umständen einfacher, wenn Sie viele Befragungsprojekte haben, dass Sie sich damit schnell organisieren können. Eine weitere Variante ist, um sich in der Übersicht einen besseren Überblick zu verschaffen, sind Tags. Mit dem Tag-Symbol hier können wir, oder Labels auch genannt, haben wir die Möglichkeit, Labels anzulegen. Und ich habe jetzt ein Label zum Beispiel nicht löschen. Den setzen wir auch in Rot, weil das sind Umfragen, die sind live, die dürfen nicht gelöscht werden, in gar keinem Fall. Speichern das und dann haben wir noch einen zweiten, den nennen wir DSGVO. Das heißt, hier in der Umfrage haben wir dann sensible personenbezogene Daten abgefragt, den färben wir mal blau ein und können auf die Art und Weise jetzt unsere Umfragen taggen. Ich bin wieder in der Übersicht, um die Umfragen zu taggen, müssten wir die Umfragen einfach wieder auswählen. Dazu sagen wir einfach mal hier, haben wir im Checkout-Prozess und beim 360-Grad-Feedback, da erfassen wir personenbezogene Daten, deswegen bekommen die das Label DSGVO und unser Test, unser Burnout-Test, der soll bitte nicht gelöscht werden, weil der ongoing ist, dann bekommt der das das Label nicht löschen. So, und wie Sie sehen, haben wir direkt an den Umfragetitel die jeweiligen Tags gegeben. Die helfen uns auch in der Übersicht, das Ganze farblich zu strukturieren. Das ist einfacher fürs Auge zu finden. Und das bietet auch gleichzeitig eine Suchfunktion. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Tag klicke, habe ich eine Filterung aktiv, womit ich mir nur die Umfragen anzeigen lassen kann, die diesen Tag haben. Und kann das hier oben auch wieder rausnehmen. Alternativ, wenn Sie den Umfragetitel kennen, können Sie auch über die Suchfunktion, hier beispielsweise, wir suchen jetzt nach der Checkout-Survey, Checkout eingeben und dann haben wir eine Live-Filterung und können so auch relativ schnell unsere Umfragen wiederfinden. Wenn Sie mit mehreren Personen oder einem größeren Team mit Easy Feedback arbeiten, dann kann es unter Umständen hilfreich sein oder auch notwendig, dass Sie sich intern über gewisse Prozesse und Verarbeitungstätigkeiten absprechen bzw. jedem Benutzer auch die gleichen Informationen mitgeben.
Dazu haben wir hier oben die Möglichkeit, beziehungsweise der Administrator hat die Möglichkeit, einen Text zu hinterlegen, der dann allen Benutzern angelegt wird. Auf diese Art und Weise können Sie gewisse Handhabungen, Regeln oder vielleicht auch Kontaktdaten von einer Person, die den Hut hier auf hat, hinterlegen, und dann haben die anderen Mitarbeiter und Benutzer die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Ich speichere das jetzt einfach mal, das ist unser Dummy-Text hier. Und dann sehen Sie schon, da oben ist dann diese Information hinterlegt. Wenn Sie die nicht mehr haben möchten, einfach auf Löschen klicken und die Information ist wieder entfernt. So, ansonsten zeigt Ihnen die Übersicht halt noch das letzte Änderungsdatum an. Wir sehen den Ordner, wir sehen den Tag. Wenn wir die Umfrage einem Benutzer zuordnen, würden wir auch den Benutzernamen sehen. Hier auf der rechten Seite haben wir die Möglichkeit zu sehen, wie viele Teilnehmer bereits an der Umfrage teilgenommen haben, beziehungsweise hier bei den Laufenden, da sehen wir das, 43, 3, 10 und 0. Wir haben auch einen Quick-Link, sozusagen, dass ich gleich in den Bereich des Teilnehmereinladens komme, oder aber von hier aus direkt in die Auswertung. Das war schon an der Stelle. Ich hoffe, das hat Ihnen einen tieferen Einblick gegeben, wie Sie mit der Übersicht arbeiten. Im nächsten Video geht es weiter.